Selam, Shalom, Merhaba und Hallo, liebe Freundinnen und Freunde in Deutschland, in der Türkei. Hallo an die Internationalen hier. Es sind momentan schwierige Zeiten, in denen der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einen spaltenden Keil tief in die deutsch-türkischen Beziehungen treibt und auch in die türkische Community in Deutschland. Und das alles nur, um die alleinige Macht im Lande zu sichern. Dafür ist diesem Präsidenten und seiner Regierung jedes Mittel recht. Die Abschaffung der Pressefreiheit, die Verfolgung Andersdenkender, das Ausschalten der Opposition. Wer weiß, vielleicht trifft es ja morgen schon ihre Kinder. Wir Anstifter haben viele türkische und kurdische Freunde in Deutschland und in der Türkei. Menschen, die sich nicht mehr trauen, das zu sagen, was sie denken. Umso mehr danken wir euch, dass ihr hier seid, trotz aller Repression. Sie haben deshalb Angst, weil sie hier bei uns von Erdogan-Anhängern verleumdet und beschimpft werden und denunziert werden. Oder weil sie oder ihre Angehörigen in der Türkei damit rechnen müssen, ihren Job zu verlieren oder gar hinter Gittern zu landen. Ganz schlicht, weil sie anderer Meinung sind als ihre Regierung. Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder der Partei. Mögen sie noch so zahlreich sein, das ist keine Freiheit. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Dieser Satz von Rosa Luxemburg gilt universell. Nicht nur in Berlin, nicht nur in Ankara oder Köln, sondern auch in Istanbul. Das sollten wir Herrn Erdogan und seinen Anhängern ins Stammbuch schreiben, wenn es sein muss, auch hier in Deutschland. Wir wissen, liebe Freundinnen und Freunde, die Repression ist dort am schärfsten, wo der Erdogan-Regierung politischer Widerstand im Wege steht. Besonders schmerzhaft empfinden wir es, dass aus Europa, aus Deutschland so wenig offene, solidarische Unterstützung für den Einsatz ihrer Landsleute kommt, für die demokratische und rechtsstaatliche Struktur in ihrer Heimat. Das Schweigen in unseren Ländern muss aufhören. Offensichtlich ist die Angst vor Flüchtlingen größer als die Wahrung eigener demokratischer Prinzipien und Wertvorstellungen. So werden Menschen- und Bürgerrechte verraten. So geht Europa vor die Hunde. Wir müssen darüber nachdenken, wie konkrete Solidarität auch in Kriegs- und Krisensituationen aussehen könnte. Manchmal stärkt ein Wort, ein Leserbrief oder ein Gruß die Opposition. Ich habe einen Traum, liebe Freundinnen und Freunde. Der Traum, dass die Menschen in der Türkei ein lautes und unmissverständliches Nein sagen. Hayır! Ich habe einen Traum, dass Hunderttausende gegen ihn und seine Seilschaften auf die Straße gehen. Gegen Erdogan, gegen die Diktatur Erdogans. Deutsche, Kurden und Türken gemeinsam, um diesem Präsidenten und seiner Kamarilla zu zeigen, was sie von seinen Allmachtsfantasien halten. So ein Wort, offen und frei, muss laut sein, dass man es auch in Istanbul und Ankara hören könnte. So ein Wort, offen und frei, muss laut sein, dass es auch in den Kanzleien der Villa Reitzenstein gehört wird. So ein Wort, offen und frei, muss so laut sein, dass es Angela Merkel und Sigmar Gabriel nicht überhören. Und in dieses Nein, liebe Freundinnen und Freunde, müssen alle einstimmen, die für die Menschenrechte aufstehen, wo auch immer, für Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit. So ein Nein ist ein Nein gegen Waffenlieferungen aus Deutschland, gegen die halbherzigen Proteste des deutschen Establishments. Zeigen wir, wozu Demokratie fähig sein muss. Zur Solidarität mit euch und mit allen Unterdrückten, mit den Gefangenen und Gefolterten, die ich von hier aus grüße,
die Zehntausenden, die Lehrerinnen und Lehrer, die Journalisten, die Anwälte, Verleger und Arbeiterinnen, Menschen aus allen Berufen, sozialen, kulturellen und politischen Sektionen. Solidarität mit euch. Wir wünschen euch allen, dass ihr bald wieder das Meer sehen könnt. Unser Ja zur Demokratie ist ein Nein zu Erdogan, zur AKP. Danke für euer Nein beim Referendum. Wir stehen hinter euch. Heil!